Hallo und herzlich willkommen in meinem Video. In meinem Video heute sprechen wir wieder über die Korallenprodukte. Immer mehr und mehr Menschen erfahren, was Coral Club ist. Das ist eigentlich ein Unternehmen, was die Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Aber dahinter steckt viel, viel mehr. Und das erzählen unsere Kunden, die zum Coral Club alle zufällig kommen. Und genauso zufällig kam zu mir auch die Victoria. Und diesmal passiert es nicht online, sondern vor Ort, worüber ich mich sehr, sehr freue, dass immer mehr Menschen auch dort, wo ich jetzt lebe, erfahren, dass Coral Club gibt. Und ich grüße Victoria in meine Küche heute. Hallo Victoria. Hallo, Rana. Hi. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Und dass wir heute ein Video auch spielen können und dass mehr Menschen erfahren, was Coral Club mit Menschen eigentlich so macht. Also was es einem Menschen bringt, wenn man sich dem Coral Club anschließt. Magst du von dir etwas verraten, was Persönliches? Ja, also ich bin in den Coral Club, zufällig überhaupt, habe ich über Coral Club erfahren. Durch eine Bekannte, da ich was gesucht habe, wo ich mit irgendwas, was ich abnehmen könnte. Ich habe seit 16 Jahren schon einiges durchgemacht mit meinem Körper, sage ich mal. Ich neige zu Übergewicht. Genau, seit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich öfter irgendwelche Diäten, Shakes ausprobiert alles. Und es hat wirklich nicht, also es, für die Zeit, wo ich das genommen habe, hat es wirklich was gebracht. Aber danach, wenn man wieder damit aufgehört hat, hat man das Doppelte wieder dazu bekommen, sage ich mal, an den Kilos. Genau, das ist und das sogenannte Jojo-Effekt. Victoria, du hast gesagt, dass du eine Tochter hast. Du hast ja zwei Kinder. Genau. Ja, man sieht, dass du ganz jung noch bist, zwei Kinder hast, eine Familie hast und arbeitest. Ich wollte nur damit zeigen, dass du ganz normale Frau bist, die auch normale in dem Sinne, dass du dein normales Leben hast, wie auch an alle anderen Frauen. Und eigentlich auch die Probleme, die alle auch andere Frauen haben, zum Beispiel, was du jetzt erwähnt hast, dass du dein Gewicht reduzieren wolltest. Genau. Und wie gesagt, also ich habe einiges schon ausprobiert gehabt. Es war wirklich nie was dabei, was mir wirklich gut getan hat. Und auch so körperlich bei diesen Diäten oder sonst was habe ich mich nicht wirklich fit gefühlt, bis ich dann auf eine Bekannte, die mit Coral Club Produkten schon seit 2 Jahren mittlerweile arbeitet. Die hat gut abgenommen, gesundheitliche Probleme hat sie weggekriegt, sage ich mal. Und genau, und dann haben wir erfahren, habe ich gesagt, naja, ich habe ja eh, sage ich mal, nicht viel mehr zu verlieren, da ich schon eh einiges ausprobiert habe. Und das wäre sowas für mich, wo ich auch gesundheitlich ziemlich viel, sage ich mal, mit meinen 28 an Problemen habe. Es war am Anfang erstmal mit Hormonstörungen und sonst was. Dann kam dazu der Auslöser, sage ich mal, die Insulinresistenz, wo ich dann sagte, naja, jetzt muss ich was ändern in meinem Leben. Es muss irgendwas geschehen, weil ich bin mittlerweile erstmal 28. Was ist in 10 Jahren mit mir danach? Ne? Und dann habe ich, genau, und dann haben wir ausprobiert. Also ich sage mal, wie gesagt, zu verlieren hatte ich nicht mehr viel gehabt. Und dann habe ich ausprobiert die Produkte auf mir. Also ich muss ehrlich sagen, es ist keine Diät gewesen, wo ich wirklich nur zum Beispiel Shakes trinken dürfte oder sonst was. Es waren Produkte dabei, wo ich meinen Körper, also da habe ich das erste Mal überhaupt darüber erfahren, dass man den Körper entgiften kann von Toxinen. Und genau, und dann habe ich erstmal das erste Produkt, also die erste, sage ich mal, das erste Produkt ausprobiert. Ich habe da gleich schon gemerkt, dass mir es also erstmal leichter fällt. Ich habe klar, die Ernährung habe ich umgestellt, ja. Aber mit, mir einfach. Victoria, womit hast du angefangen? Du hast erwähnt, das erste Produkt, was war das noch? Das war das Coral Detox Plus. Damit habe ich angefangen, meine quasi die Toxine aus dem Körper auszuscheiden, zu entgiften. Und mittlerweile nach 2 Wochen habe ich dann die ersten Resultate schon gehabt. Also ich habe mich viel fitter gefühlt. Davor war es, egal wann ich schlafen gegangen bin, egal wie ausgeschlafen bin, ich bin einfach nicht in die Gänge gekommen.
Ich war immer schlapp und müde und da habe ich schon gemerkt nach den ersten 2 Wochen, dass ich mich wirklich besser fühle. Ich war fit, ich hatte Energie gehabt, die ich davor nie hatte oder nicht kannte, was das überhaupt ist. Genau, und dann auch purzeln langsam so das Gewicht runter, wo Ja, das dann auch. das war ja dein Ziel. Also du warst ja sehr verzweifelt, wenn du gesagt hast, ich habe es nicht zu verlieren. Also das zeigt, dass du echt verzweifelt warst in dem Moment. Ich war wirklich verzweifelt an dem, weil ich wirklich vieles durchprobiert habe und nicht wirklich was dabei war, was mir gut getan hat. Und deswegen, und ich war dann einfach so begeistert davon, dass ich schon nach 2 Wochen an mir Resultate gemerkt habe, wie dass ich da fit war und allgemein. Und dann auch, wenn man sich auf die Waage gestellt hat, dann geht ein und 2 Kilo runter. Und da hat man schon ein anderes, sage ich mal, Anstreben dafür gehabt, weiterzumachen. Und genau, nach einem Monat habe ich danach Kalavada Plus gemacht. Danach, also das war so der Auslöser, wo ich sagte, wow, die Produkte, die werde ich wahrscheinlich immer nehmen, zu mir nehmen, weil die mir einfach so gut getan haben. Und da hatte ich an der ersten Kalavada Plus hatte ich 5 Kilo verloren gehabt. Gesundheitliche Probleme, also meine Insulinresistenz ist ziemlich zurückgegangen, sage ich mal, weil ich immer früh, wenn ich aufgestanden bin, hatte ich immer so einen Herzrasen, so innerliche Unruhe in mir gehabt. Und ich habe halt einfach dann gemerkt, so nach und nach in diesen 4 Wochen, dass das einfach weg war. Also ich bin früh aufgewacht und ich habe die Symptome nicht mehr gehabt. Und das war dann nochmal so ein Zeichen für mich, dass es nicht nur zur Gewichtsabnahme, was dazu geneigt hat, sondern auch gesundheitlich habe ich mich auch anders gefühlt gehabt. Und Ja, das war so für mich. das ist super, super, weil viele kommen mit dem Übergewicht oder mit viel Kilos. Aber das Wichtigste ist, sich wohlzufühlen. Und wenn man damit anfängt, den Körper aufzubauen, dann verliert man so oder so Gewicht. Also das ist so ein toller Nebeneffekt. Genau. Ja, also wie gesagt, und dann nach dieser Kalavada, wo ich gemacht habe, dann war das so dieser meine Effekt gehabt, also 5 Kilo in 2 Wochen, wo ich verloren habe. Und es war so für mich dann, ich muss weitermachen, ich fühle mich besser, ich habe mehr Energie, wo ich zum Beispiel bei anderen, da hast du überhaupt keine Energie, du hast zu nichts Lust, du machst das einfach durch, weil du das sozusagen machen musst. Ja, Und das hier waren dann schmeckt solche. irgendwie mal nicht mehr, kannst du nicht mehr runterkriegen. Genau. Schmecken tun die dafür auch nicht. Und hier muss ich sagen, egal was ich ausprobiert habe, die Beauty-Shakes von uns oder High Fiber, also das schmeckt alles. Das ist nicht so, dass man das nicht runterkriegt, weil man das muss, sondern es schmeckt auch wirklich einem gut. Und dann habe ich auch von den Shakes einiges anhand probiert, weil da gibt es Geschmacksrichtungen. Ich glaube, 4 oder 5 Geschmacksrichtungen haben wir da. Also da ist für jeden was dabei. Wer jetzt Vanille nicht mag, da ist Schoko dabei oder Himbeere oder sonst was, ne? Also das war jetzt halt auch so, wo man diese Shakes, also ich ersetze mit den Shakes mir 2 Mahlzeiten. Frühs trinke ich den Shake und ich muss sagen, ich habe kein Hungergefühl, ich bin satt davon. Abends trinke ich den auch dann, bevor ich schlafen gehe. Also ich Mittagessen tue ich einmal, also ein Mittagessen, und die restlichen Mahlzeiten am Tag ersetze ich mir. Und ich fühle mich dabei, also ich habe kein Hungergefühl, ich fühle mich satt, ich habe Energie und ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper. Also mittlerweile sage ich mal, es ist noch einiges an Baustellen da, wo ich reparieren muss, aber dafür ist auch, man muss einfach sich den Körper Zeit lassen. Man hat sich ja auch das alles nicht in 2 Wochen oder einem Monat, sage ich mal, angebaut. Was gesundheitlich und körperlich ist, ne? Sondern es ist ja auch nach einer Zeit immer nur zurückgekommen, sage ich mal jetzt. Also ich habe auch vor 2 Jahren habe ich 10 Kilo mit Almaset habe ich abgenommen, aber da die Shakes, die habe ich mir wirklich reingedrückt, weil die einfach ja nicht schmecken. Und sobald ich damit aber aufgehört habe, habe ich fast wieder die 15 zurückbekommen, ne? Also 5 mehr drauf. Ärgerlich, ja. Vielleicht Victoria, also ich muss sagen, die Victoria ist seit Juli dabei, aber die kennt sich mit Produkten super toll aus. Die hat schon auch vielen weiteren Mädels die Produkte empfohlen und sie auch
professionell beraten. Ich muss ja echt sagen, sie hat sich in die Produkte verliebt, sich auseinandergesetzt. Jetzt kann die auch die Menschen sehr gut beraten. Vielleicht zählen wir ein bisschen so die Reihe auf, was du alles gemacht hast. Weil also viele schrecken sich davon ab, dass man nicht nur einen Monat was machen muss. Also viele erwarten, na, was muss ich hier dann machen? Mache ich einen Monat und dann habe ich mich entgiftet. Und wenn ich sage, nein, 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 Leute, das ist so ein Programm, das über einige Monate dauert und das Körper dadurch sich dann aufbaut und alle Probleme selbst löst. Und diese Reihe, also diese Schritte hast du auch gemacht. Kannst du nicht noch, dich noch daran erinnern, was du genau gemacht hast? Also, dass du Programme nimmst. Also, du kennst dich damit gut aus, dass dein, jetzt ist für dich eine gute Aufgabe, jetzt aufzuzählen. Genau. Also angefangen habe ich mit dem Coral Detox Plus. Einen Monat habe ich den gemacht, also das Programm dauert 4 Wochen. Nach den 4 Wochen habe ich die Colovada Plus gemacht. Das ist die Darmreinigung, wo man 2 Wochen, also 2 Wochen sich den Darm reinigt quasi. Danach habe ich die Paraschild gemacht, also wo man sich die Parasiten quasi aus dem Körper, also jeder Mensch hat Parasiten in uns. Ja, vielleicht würde ich hier anmerken, dass die Parasiten nicht nur diese großen Parasiten gemeint werden, sondern die ganze pathogene Flora in unserem Körper. Auch die Pilze, Hefe, alles, was wir da an diesen kleinen Tierchen haben, die in uns leben, die an uns leben und die mit uns zusammenleben. Also wir brauchen die eigentlich. Aber wenn die in Überzahl werden, dann können sie natürlich unsere Gesundheit schaden. Deswegen dieses Antiparasitenprogramm, dass die Leute dann sich nicht abschrecken, weil viele sagen, ich habe keine Parasiten, ich brauche es nicht. Ist aber nicht so. Ne? Wir essen alle Brot mit Hefe. Wir essen alle viele Produkte, die, sage ich mal, kein Leben mehr haben, tot sind. Und Genau. das stört unseren inneres Milieu und dadurch entsteht dieses Ungleichgewicht an pathogene Flora. Also gute und nicht gute Darmbakterien müssen immer in einem Gleichgewicht sein. Und sobald wir nicht gute immer füttern, die vermehren sich und das stört unseren Körper. Daher dieses Programm mit Antiparasitaten. Genau. Dann war diese Antiparasitenkur 4 Wochen. Danach habe ich die Kalawada Light gemacht. Das ist auch, sage ich mal, in der Light-Form die Darmreinigung. Gleich danach, also ich war wirklich, sage ich mal so, ich war auf meinem Ziel. Ich will jetzt in 3 Monaten mein Gewicht erreichen. Und da habe ich auch dich gefragt, Jana, ich weiß, ich muss eigentlich dem Konzept, sage ich mal, nachgehen und Monat, also Schritt für Schritt machen. Ich wollte es aber, sage ich mal so, eher auf das Gewicht angehen. Und dann hast du mir auch empfohlen, naja, du kannst ja Kalawada nach Kalawada machen. Dadurch erzielst du quasi deine bessere, sage ich mal, Resultate, also bessere Ziele, an dein Gewicht näher zu kommen, an dein Wunschgewicht näher zu kommen. Und da war auch so meine Frage, naja, ich habe ja die Darm, also eine Frage, wo mich auch ziemlich viele Leute fragen mittlerweile. Ja, ich habe ja die Darmreinigung gemacht, warum sollte ich die jetzt halt nochmal machen? Mein Darm ist ja jetzt sauber. Na, und dann, nein, also man kann, ich bin 28 Jahre alt und in 28 Jahren habe ich das erste Mal eine Darmreinigung gemacht und da kann man nicht von diesem Produkt erwarten, dass man sich kompletten Darm gereinigt hat in einem Mal. Ne? Also das geht nicht. Genau, wir Und essen jeden Tag und mindestens dreimal und essen nicht das, genau. was wir essen und dann warten wir nach 2 Wochen, dass es alles sauber ist. Ne? Unmöglich. Genau, also genau, unmöglich. Dann habe ich die Kalawada Light gemacht, 2 Wochen und anschließend habe ich gleich wieder die Plus, also Kalawada Plus gemacht. Und dann war ich, sage ich mal, so weit, wo ich sagte, okay, jetzt hat die Lymphe, die sind auch ziemlich wichtig, sage ich mal, die Lymphe zu reinigen, also sage ich mal, in den Griff zu bekommen. Dann habe ich das Lymphprogramm gemacht. Und ja, jetzt bin ich wieder an Kalawada Plus gelandet. Jetzt wollte ich noch 3, 4 Kilo vielleicht nochmal runter zu bekommen. Und dann habe ich jetzt, sage ich mal, vor den Feiertagen, vor den ganzen Weihnachten, Silvester und alles, dachte ich, mache ich mir noch. Habe ich mir so ausgerechnet, dass ich da noch genau hinkomme vor den Feiertagen. Und jetzt mache ich doch mal die Kalawada. Bloß seit gestern habe ich sie angefangen.
Und ja, also von den Produkten her, es sind keine Diäten, das muss man dazu sagen. Es ist alles, was den Körper reinigt, wo man sich, viele tun sich damit gar nicht befassen. Naja, ich habe ja jetzt eine Diät gemacht, 3 Tage nichts gegessen oder 4 Tage und das war's. Also diese Produkte, das sind wie eine Kalawalse und die Darmreinigung, die sollte man sich wenigstens, wenn man wirklich den Ziel erreicht hat, sein Wunschgewicht erreicht hat, körperlich, gesundheitlich sich gut fühlt, sollte man trotzdem jetzt nicht alles von 0 auf 100 wieder aufhören und nichts mehr machen und nichts trinken. Und ich führe jetzt halt weiterhin mein Leben, wie ich früher geführt habe. Also natürlich, das ist wie alles andere, ne? Solange man was macht, solange man sich, sage ich mal, mit den Produkten befasst, dann wird auch alles gut sein. Sobald man damit aufhört, dann kommt alles wieder zurück, wie bei allem anderen. Wenn ich 5 Jahre Sport mache oder sonst was und von 0 auf 100 aufhöre damit, nach einem Jahr, ja, kommt alles. Also da spürt man auch körperlich wieder sich anders. Ne? Ja. Das ist nicht nur bei diesen Programmen und also 2-mal im Jahr sollte man die Darmreinigung machen und Paraschild, also die Parasitenkur, sollte man auch 2-mal, also 2-mal am Jahr sollte man das, sage ich mal, in Anspruch nehmen. Und Coral Detox ist so ein Produkt, sage ich mal, wo bei mir mein Leben lang also bleiben wird. Weil es löst, wie gesagt, da sind Produkte mit drin, wo wasserlösliche Toxine aus dem Körper ausscheidet, allgemein das Wasser. Auch wenn nur das Wasser bleibt, ne? Dieses Korallenmain, diese Päckchen, ich weiß, was ich für ein Wasser trinke. Und wie gesagt, also jetzt halt wie Assimilator bei uns, ne? Also der tut auch, das ist so ein Programm, wo man, sage ich mal, also nicht Programm, sondern das sind solche Vitamine, wo man täglich zu sich nimmt, egal welches Programm ich dazu nehme, wie Colovada oder Paraschild oder Lymphe oder sonst was. Also dieses Korall-Detox nehme ich eigentlich immer mit dazu. Also auf regelmäßige Basis. Ich möchte ja Genau. das zusammenfassen, was die Viktoria jetzt gesagt hat. Also wir kennen alle diesen Jojo-Effekt und man könnte denken, dass Jojo-Effekt auch bei den Produkten, Korallenprodukten gibt. Es ist nicht so, weil die Viktoria wollte ganz schnell ihr Ziel erreichen. Das war ihre Idee. Deswegen berät sie sich jetzt praktisch schon selbstständig, eigenständig, die weiß, was sie zu tun hat, damit die ihr Ziel erreicht. Das macht die jetzt sehr oft, wie mit Kalawada Plus zum Beispiel oder Kalawada Light, weil die jetzt einiges zu tun hat und sich was vorgenommen hat. Aber ich habe, also ich kenne viele Menschen, die so auch anfangen, die wollen erstmal ans Ziel reinkommen und dann kann man sich etwas, ich würde sagen, entspannen und auch entspannter die Produkte schon zu sich hinnehmen. Wie du gesagt hast, prophylaktisch, 2-mal im Jahr zum Beispiel. Ich bin seit 10 Jahren dabei. Ich habe auch die erste Zeit, ich hatte viele Pickel, also ich neige auch zu Übergewicht. Ich hatte auch Probleme mit dem Darm, also Sodbrennen zum Beispiel begleitete mich sehr oft. Verstopfung kenne ich auch mit 11 angefangen und dann mein Leben lang. Und dann habe ich ja auch so intensiv angefangen, meinem Körper zu helfen, dass er endlich es in den Griff bekommt, sich wohlzufühlen. Als ich das erreicht habe, habe ich gemerkt, dass ich mich auch verändert habe. Ich esse jetzt ganz anders. Ich trinke ganz anders. Ich verhalte mich im Leben ganz anders. Ich denke auch komplett anders. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche jetzt nicht mehr 4 Liter Wasser am Tag, wie ich angefangen habe. Ja, da hatte ich ein bisschen mehr Gewicht, da habe ich mehr Sport gemacht und habe natürlich viel mehr Wasser getrunken. Jetzt brauche ich nur meinen Tagesbedarf, der ist ungefähr 30, 40 Milliliter pro Körpergewicht, also ich bin um die 60. Ich trinke bis 2 Liter am Tag und das reicht, weil ich kaum Fleisch esse. Nicht, weil ich mir das verbiete, das ist das Interessante, ich verbiete mir kaum was, sondern der Körper hat sich umgestellt. Und jetzt höre ich auf meinen Körper und esse das, was mir gut tut. Wenn ich weiß, das tut mir nicht gut, dann esse ich halt nicht. Und wenn ich Lust habe, dann esse ich auch. Und wie die Viktoria sagt, man hilft sich intensiv erstmal, sein Ziel zu erreichen. Und danach kann man schauen, wie man den Körper weiterhin unterstützt. Und ich glaube, Viktoria, wir haben auch
Ganz wichtigen Punkt, jetzt auch nicht genannt, weißt du noch, du hast gesagt, Coral Detox Plus hast du bestellt und du hast auch Shakes und High Fiber getrunken. Genau, also Ja, über weißt du die noch, habe ich. wieso ich das empfohlen habe, das noch dazu zu kaufen, weißt du noch? Ja, also damit ich auch meine Ernährung, sage ich mal, sowieso die Ernährung habe ich umgestellt gehabt, aber trotzdem den Effekt, sage ich mal, also gehe ich davon aus, den Effekt hätte ich nicht so gehabt, wenn ich jetzt frühs gescheit, sage ich mal, gegessen habe, also gefrühstückt hätte, Mittagessen und Abendessen. Man sollte sich schon, wenn man, sage ich mal, die Kilos verlieren will, man sollte sich schon 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag damit ersetzen. Also das ist so, sage ich mal, die Shakes sind ein Ersatz für den Frühstück, Abend oder Mittagessen, je nachdem, wann man halt isst. Und genau, den Beauty Shake, mit dem Beauty Shake habe ich mir quasi meine 2 Mahlzeiten am Tag ersetzt. Den High Fiber tue ich mit dazu. Das ist je nachdem, wie es den Menschen, sage ich mal, passt. Entweder trinkt man den High Fiber, sage ich mal, halben, das sind so Löffelchen mit kleinen drinnen, halben Löffelchen auf 200 Milliliter Wasser vor dem Essen. Ich habe mir das mit in den Shake rein und ich habe ich habe davon, sage ich mal, alle meine Vitamine oder sonst was, habe ich alles in dem Shake. Genau, ich tue den Shake rein, den High Fiber mit rein, frühs abends habe ich quasi meine Produkte dazu. Und also es ist nicht so wie bei anderen Shakes, sage ich mal, die ich ausprobiert habe. Ich habe den getrunken und ja, als ob ich Wasser getrunken habe. Ich habe überhaupt kein Sattgefühl gehabt. Bei denen muss ich sagen, also ich fühle mich satt. Ich habe das Gefühl, ich habe wirklich was gegessen. Also man hat wirklich dieses Sättigungsgefühl davon. Und genau, also diese Shakes, die trinke ich weiterhin, wie gesagt, egal welche Produkte ich gerade mache oder egal welche, ob es Kalawada ist oder sonst was. Meine Shakes, die sind mir frühs und abends immer dabei. Ja, das war auch Genau. meine Idee. Ich habe ja auch gemerkt, dass ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten. Ich habe gemerkt, dass die mit Produkten einsteigen und dass die Produkte gute Wirkung haben. Aber wenn die Menschen bei der Ernährung nichts ändern, dann ist natürlich der Effekt auch viel niedriger. Und dann habe ich mir gesagt, na, kein Mensch würde von einem Veganer von heute auf morgen sagen, ach, ich esse jetzt anders. Und also nicht jeder schafft es und nicht jeder hat auch also die Kenntnisse davon, was man alles verändern soll. Und ich habe auch keine Zeit, die Menschen so zu beraten, dass die jetzt die Ernährung ganz schnell umstellen. Und deswegen war die Idee, dass man dazu Beauty Shake und High Fiber kauft. Beauty Shake, das ist ein Eiweißshake mit vielen Beauty-Vitaminen. Also Beauty heißt für die Haut, Nägel, Haare, Knochen auch, mit Kollagen. Das wird in Leipzig hergestellt in Deutschland. Und Haifa auch übrigens. Und das Haifa sind flüssige Ballaststoffe mit viel, viel Vitalstoffen und noch mit einer Aminosäure, die den Darm praktisch repariert. Wir haben viele entzündete Darm. Die Schleimhäute leiden darunter, dass wir nicht so gutes Essen essen und nicht so auf uns aufpassen. Deswegen sind zwei Produkte, die praktisch einerseits die satt machen, weil die so viele Vitamine haben und alle Nährstoffe und andererseits, die reduzieren praktisch Kalorienzufuhr. Also ich zähle keine Kalorien, aber trotzdem, unser Essen ist tot und der Körper muss das irgendwie verdauen. Und wenn man Shake nimmt mit High Fiber, dann braucht der Körper nicht so viel Energie aufzuwenden, damit es verdaut wird. Das war die Idee, dass sobald einer anfängt mit dem Programm, ersetzt man eine Mahlzeit, zwei Mahlzeiten. Das war die Idee von Victoria. Ich habe ja gesagt, die ist zielstrebig, die möchte ganz schnell ans Ziel kommen. Deswegen hat die zwei Mahlzeiten ersetzt. Wenigstens eine Mahlzeit durch Shakes und High Fiber ersetzt. Dann mit der Zeit, wenn man Lust hat, kann man sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Wir haben viele Möglichkeiten dafür. Wir haben viele Gruppen, wo wir unsere Kunden begleiten und diejenigen, die die Produkte bestellen. Und dann kann man sich mit der Ernährung auseinandersetzen und einfach schauen, was kann ich ja in meiner Ernährung verändern? Wie kann ich hochwertiger essen, dass mein Körper auch davon einen Nutzen hat und nicht nur darunter leidet und das alles verdauen muss, was ich da reinstopfe? Und mit der Zeit verändert sich nicht nur der Körper und Geschmacksrichtungen, also man
schmeckt das Essen schon auch ganz anders. Man merkt schneller, was einem gut tut und was man nicht mehr gut tut. Und das bewegt uns dazu, dass wir unsere Lebensweise verändern und dann entsteht dieser sogenannte Jojo-Effekt nicht mehr. Also wir helfen praktisch unserem Körper, indem wir alles rausnehmen, was ihn belastet und dass wir ihm das alles geben, was ihm fehlt, verändern unsere Lebensweise langsam, jeder in seinem Tempo und jetzt letztendlich erreicht man sein Ziel und dann schaut man, wie kann ich jetzt mich weiterhin unterstützen. Und das wird natürlich hat dann nicht mehr so intensiv, wie jetzt Victoria macht. Aber Victoria, verrätst du uns, wie du eingestiegen bist? Also Gewicht vielleicht und was du jetzt in der Zeit noch verloren hast. Du hast ja viel schon genannt. Insulinresistenz hattest du, ist viel besser geworden. Du fühlst dich Genau. nicht mehr so schlapp. Also du bist jetzt für den Alltag sehr gut vorbereitet. Du hast ja viel mehr Energie für die zwei Kinder, für den Mann, für die Arbeit und für alle unendliche Aufgaben, die du noch um dich herum hast. Was ist dann noch mit dir Schönes passiert? Was hast du denn alles erzählt in dieser Zeit? Seit Juli, jetzt haben wir Dezember. Genau, also Juli, da habe ich mich das erste Mal, also sage ich mal, auf die Waage gestellt, um einfach zu schauen. Ja, wie schnell, wie weit ich, sage ich mal, von meinem Gewicht runterkomme. Ich war 74 Kilo Anfang Juli und jetzt bin ich bei 64. Also 10 Kilo, sage ich mal, in einem halben Jahr habe ich runter und ich fühle mich wirklich viel fitter, auch gesundheitlich. Ich habe, wie gesagt, schon Hormonstörungen. Davor hatte ich die Diagnose Endometriose. Da hat mich auch viele gefragt, wie kann man überhaupt mit Endometriose schwanger werden und Kinder kriegen, ne? Ja, also wie gesagt, ich hatte damit schon etliche Probleme gehabt. Ich war auch jetzt seit vor kurzem beim Frauenarzt und da hat mich auch die Frauenärztin gefragt, ja, da sie ja mich, sage ich mal, schon seit Jahren begleitet, seit 7 Jahren. Und da hat sie mich gefragt, was ich denn wohl gemacht habe, dass es bei mir also wirklich jetzt halt alles so auf den Stand ist, wie es sein soll. Da habe ich ihr auch davon erzählt. Habe ich gesagt, dass ich beim Choralclub bin und ich einige Produkte, sage ich mal, ausprobiert habe und ich gemerkt habe auch selber, dass ich, sage ich mal, jetzt halt, was Frauensachen angeht, mich anders fühle. Ich habe diese Schmerzen nicht, diese Symptome nicht. Und ich hatte vor 2 Jahren eine größere OP hinter mir. Und ja, also sie war auch, sage ich mal, begeistert davon, dass es wirklich jetzt, dass ich auf so einem Stand bin, was sie seit 7 Jahren bei mir nicht gesehen hat. Oh, ich habe Gänsehaut von dem, was du erzählst. Das hast du mir noch nicht gesagt. Das ist echt klasse. Ich Ja, merke, also wie ich mich freue. Unglaublich. ich muss sagen, ich habe die Produkte wirklich an mir ausprobiert. Ich bin zu 100% bin ich mir sicher, dass die wirklich eine Wirkung haben, nicht nur der abnehmen will. Es gibt ja auch Leute, die, sage ich mal, gesundheitliche Probleme haben und sich in ihrem Körper wohlfühlen und keine Gewichtsprobleme haben. Und habe gesagt, es ist ja auch nicht nur zum Gewicht abnehmen, sondern auch, du gibst deinem Körper das, was er eigentlich braucht und was er von unserer Ernährung und von unseren Getränken nicht bekommt. Und also wie gesagt, die Insulinresistenz ist auch in den Griff. Wo ich jetzt, also Januar habe ich jetzt den Termin für meine Blutwerte wieder abzugeben. Bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Aber sage ich mal, ich brauche die Blutwerte, ich würde sie trotzdem machen. Aber jetzt zu sehen, bräuchte ich das auf dem Papier nicht unbedingt, weil ich weiß, wie ich mich davor gefühlt habe und ich weiß, wie ich mich jetzt fühle. Und da kann ich von mir ausgehen, dass es auf jeden Fall Besserungen gibt und ich mich anders fühle, sage ich mal. Super. Oh, ich freue mich so echt. Unglaublich. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe ja schon seit einer einigen Zeit, seit 18, mit den ganzen Problemen. Und jetzt bin ich auf so einem Stand, wo ich sage, wow, ich fühle mich wirklich, stehe frühst mit einer anderen Laune auf. Ich habe die Energie und ich sage, wow, wirklich, ich bin gesundheitlich auf dem Punkt, wo ich eigentlich die letzten 7 Jahre nicht war. Und das ist schon ein Riesen, sage ich mal, der damit zu kämpfen hat, weiß, von was ich rede. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied, auch im Leben weiterzugehen. Du bist anders gelaunt, du bist anders zu deinen Mitmenschen, zu deinem Mann, zu den Kindern. Du benimmst dich anders, weil du einfach dich selber besser fühlst Ja. als davor, wo du dann sagst, ja, mir ist so gar nichts, ne?
Das habe ich halt zum Beispiel jetzt nicht und dadurch. Und eins muss ich sagen, also da ich ja gesundheitliche Probleme, sage ich mal, nicht nur Gewichtsprobleme, sondern auch gesundheitlich dazu hatte. Ich hatte eine Bekannte, wo ich geführt habe auch. Sie war sehr interessiert, also hat auch gleich gesagt, oh, was machst du? Und man sieht es dir wirklich an, dass du abgenommen hast, dass du dich körperlich besser fühlst. Ich hatte auch im Gesicht immer Akne gehabt und sonst, also mein Gesicht ist viel reiner geworden. Und da hat sie auch dafür angefangen. Ich habe sie geführt. Gesundheitlich hat sie halt nicht so viele, sage ich mal, Bausteine gehabt wie ich. Und bei ihr gingen auch die Produkte viel schneller an. Also sie hat innerhalb von 1,5 Monaten die 10 Kilo erreicht, die ich in einem halben Jahr erreicht habe. Also es hängt auch wirklich vom Menschen individuell ab, wie du bist, weil bei mir war wahrscheinlich, die Produkte haben erstmal die ganzen Bausteine aufgebaut, was bei mir im Körper, sage ich mal, noch anders war. Und bei ihr war es nur wirklich das Gewicht. Und deswegen war bei ihr zum Beispiel die 10 Kilo nach 1,5 Monaten weg und bei mir hat es halt gedauert. Aber ich merke auch jetzt mit mir selber, desto, sage ich mal, reiner ich in mir bin, desto gesundheitlicher ich mich besser fühle, desto schneller geht auch alles. Also die Produkte haben diese, sage ich mal, die Wirkung in mir. Es wird also, der Prozess ist einfach jetzt halt so, dass der wirklich schneller ist als am Anfang. Ja, Victoria, ich höre dir zu und denke, wie du richtig deine Gedanken formulierst. Eigentlich, du hast ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel gelernt, na, von der Philosophie, vom Choralclub. Und da hast du jetzt auch richtig gesagt, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, jetzt nochmal anzumerken, dass die Choralclub-Produkte keine Krankheiten heilen. Also das wollen wir jetzt nie vermitteln. Das hat die Viktoria auch gesagt, dass wir nur versuchen, den Körper zu unterstützen, geben ihm alles, was er braucht, und der löst selbst alles im Körper, was er jetzt braucht. Genau deswegen ist es unterschiedlich bei jedem Menschen, der jetzt damit anfängt, mit dieser Gesundheitsphilosophie, mit diesem holistischen, also ganzheitlichen Vorgehensweise, den Körper aufzubauen. Die wirken auch unterschiedlich. Viele Frauen, die sagen, ich möchte jetzt abnehmen, und einige nehmen im ersten Monat schon ab. Also ich kenne eine Frau, die nur Koralldetox genommen hat und 7 Kilo abgenommen hat. Ich kenne auch die Frauen, die Koralldetox Plus nehmen, 2, 3 Monate, und erst dann die erste Veränderung bemerken. Wieso? Weil wir nicht wissen, was in unserem Körper innen drin passiert, in welchem Zustand die Organe sind. Und sobald wir die Produkte zu uns nehmen, der Körper entscheidet, welche Baustelle zuerst gemacht werden muss. Wenn die Leber zum Beispiel überfordert ist, dann kümmert sich der Körper nicht um unser Gewicht, sondern um die Leber, weil die Leber über 500 Funktionen täglich erfüllt, damit wir überhaupt am Leben bleiben. Und die Menschen, die nur am Gewicht messen, ob die Produkte wirken oder nicht, können nicht sehen, wie die Organe sich erneuern, ja, indem man diese Produkte nimmt. Deswegen, also wir heilen, wir geben hier kein Heilversprechen, wir erzählen nur über das, dass wir alle versuchen, unsere Lebensweise zu verändern, und wir nehmen als Hilfe, als Unterstützung einfach die guten Produkte, die Nahrungsergänzungsmittel. Das ist eigentlich nur bereichernd für unser Essen. Mehr ist es nicht. Also da glaube ich, muss ich ja nicht mit jedem diskutieren, wie schlecht unser Essen geworden ist. Dadurch entstehen natürlich diese sogenannte Zivilisationskrankheiten. Ne? Früher hat man das alles nicht gehabt. Mit 28 schon gar nicht. Ne? Daher, genau. Daher sind zwei wichtige Botschaften: heilen nicht. Ja, wir unterstützen unseren Körper. Und zweitens, bei jedem Menschen wirkt das Produkt auch unterschiedlich. Das, was Viktoria jetzt davor gesagt hat. Viktoria, ich möchte noch dich fragen. Wir sind beide, wir nehmen so nicht so weit voneinander entfernt, und wir wissen, sobald wir mit irgendwelchen komischen Sachen anfangen, wie wir beide jetzt, na, die Produkte von Caraclub, die Umwelt reagiert auf uns immer unterschiedlich. Wie ist es bei dir? Wie reagiert deine Umwelt? Wie reagiert dein Freundeskreis, deine Verwandte auf das, was du jetzt machst? Wie ist es da, die Laune? Sehr interessant. Ja, also ich muss sagen, wo ich mit Choralclub angefangen habe und gezielte Besserungen, sage ich mal, in mir gefühlt habe, gespürt habe, hatte ich das Gefühl, ich muss es der ganzen Welt, vor allem meinen Bekannten, meinen engen Freundeskreis,
muss ich das erzählen, und ich wollte wirklich der ganzen Welt damit helfen, weil ich selber weiß, wie ich damit zu kämpfen hatte, und ich weiß von meinen Freunden, die einen haben das, die einen dies, die anderen kämpfen auch mit Gewichtsproblemen und alles, und ich wollte einfach der ganzen Welt damit helfen, weil ich weiß, wow, das sind wirklich die Produkte, die einem helfen können, und warum sollte man, sage ich mal. Victoria, du meinst retten, oder? Viel retten wolltest du, oder? Nicht nur helfen, sondern retten auch. Genau, Ja. retten und genau, nicht nur helfen. Ne? Wir sind ja keine Ärzte. Ja. genau, und die einen, also sage ich mal, es wissen mittlerweile sehr viele davon, beziehungsweise wahrscheinlich schon alle, was ich mache und alles. Die einen, sage ich mal, sind gleich, ja, wow, was hast du gemacht? Und erzähl mal. Und haben gleich auch mit damit angefangen. Also ich habe jetzt auch mittlerweile 13 Leute, wo unter mir, sage ich, wo ich führe, wo ich denen auch weiterhelfe, ans Ziel zu kommen. Die anderen, ja, wir schauen mal, also an die einen warten noch, schauen und warten, was mit mir noch so wird, sage ich mal so. Und es gab aber auch Leute, wo wirklich, sage ich mal, es gebraucht hätten, aber sagen, naja, das ist ja alles Chemie, das ist ja alles, weil ich vielen auch erzählt habe, das ist alles pflanzlich, es sind keine Produkte, da ist kein Chemie, gar nichts mit drin. Und es sind ja irgendwelche Pillchen, wo man einfach einnimmt. Und ja, sobald du das alles einnimmst, geht es dir vielleicht gut. Wenn du damit aufhörst, kommt alles wieder zurück. Also waren auch ziemlich skeptisch. Ich sag mal, es gibt solche und solche Leute. Die einen, die wirklich mit sich beschäftigen, in sich was ändern wollen, die machen das auch, die fangen damit auch an und kriegen auch gute Resultate. Die anderen, sage ich mal, das sind so die Leute, die in ihrem Leben, sie wissen zwar, sie haben Bausteine, sie müssten zwar vielleicht am Gewicht was ändern, aber einfach die Lebensweise, die möchten sie halt nicht ändern, ne? Also man, viele, oh nee, jetzt hat auf die Ernährung zu achten und meine Cola nicht zu trinken täglich und Wasser. Naja, Wasser habe ich noch nie getrunken, so nach dem Motto, ne? Die möchten einfach nicht ihre Lebensweise einfach umstellen, deswegen, ja. Also ich Deswegen sag mal, akzeptieren einfach die Entscheidung von Menschen und erzählen weiter, genau. geben die Infos weiter, weil ich muss ja auch sagen, dass Coral Club, also viele sagen, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Ja, das ist natürlich schon die Ausgaben, die man sich leisten kann oder nicht kann. Aber Coral Club gibt auch die Möglichkeit, die Produkte ja als Geschenk zu erwerben, indem man einfach die Empfehlungen weitergibt. Und wie die Victoria, die sagt jetzt, ich habe 13 Leute, die unter mir sind, also die meint, dass die praktisch begleitet, und das kostet Zeit, das kostet Energie, und dafür belohnt das also Coral Club auch die Menschen. Das ist ja auch klar, also wenn man da aktiv wird. Genau, also man kriegt ja auch durch die, ich habe auch eine Bekannte, da habe ich gesagt, du, pass auf, ich könnte dich da drinnen registrieren, dann hättest du auf die Produkte 20% bekommen. Oh nee, mit Registrierung, da hat sie immer Angst und ich kriege Abos und sonst was. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann kannst du die Produkte dir auch so kaufen, bloß halt, du kriegst keine 20% Rabatt auf die Produkte. Also man muss sagen, die Leute sich drunter registrieren, die kriegen halt 20% auf alle Produkte. Ja. Genau, und naja, sie hat eigentlich, sage ich mal, auch einiges an Bausteinen, hat sich nur den Beauty Shake bestellt gehabt und dachte, sie trinkt nur den frühs und ja, und es wird besser. Ich sage, naja, das geht nicht nur von einem Shake, was du da trinkst, da muss schon einiges mehr passieren, auch wenn du schon solche Probleme hast, da wird nur der Shake alleine nicht helfen. Also da Ja. muss man einiges, sage ich mal. Es sagt ja auch keiner, dass man das wirklich jetzt hat, Coral Detox Plus, okay, das ist so eine Sache, wo man wirklich sagt, dass man das vielleicht durchgängig, also für immer irgendwelche Produkte für sich lässt. Aber man sagt ja auch nicht, dass man Colovada oder Parasitenkur oder sonst was, das wirklich Monat zu Monat jedes Mal macht. Wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn du körperlich dich gut fühlst, fit fühlst, dann entscheidest du selber für dich, welche Produkte du weiterhin nehmen willst und welche du einfach weglässt. Ja. Also man, auch wie du gesagt hast, mit der Ernährung, klar investiert man erstmal
Geld da rein, ne? Aber wenn man so überlegt, was wir an Essen alles weggeben und dann wegschmeißen oder sonst für was wir Geld ausgeben, ja, für uns haben wir immer das Geld, ne? Für solche Sachen. Aber für uns körperlich selber jetzt hat und sich wohlfühlen, da sagt man, oh, das ist mir zu teuer oder sonst was. Vor allem, wenn man so jetzt vergleicht mit manchen anderen Produkten oder Darmreinigungen oder also eine Bekannte hat eine Darmreinigung für 180 Euro sich mal gekauft. Na, also da muss ich sagen, Coral Club hat wirklich anpassende Preise, wo man wirklich, es ist jetzt nicht sehr viel Geld, wo man wirklich nicht sagen kann, ich habe das Geld jetzt nicht dafür, für mich auszugeben. Ja, ich finde auch, dass unsere Preise sind schon für jedermann sind. Also Genau, also wir sind, man kann sich das. ja, wir sind so konkurrenzfähig hier bei uns in Europa. Die Produkte sind top, die haben mäßigen Preis und außerdem man bekommt die Begleitung. Wo kriegst du das noch? Genau, also das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, du bist nicht auf dich allein gestellt. Wie wenn du dir irgendwo im Internet oder sonst wo eine Diät kaufst oder sonst was machst oder irgendwelche einfach Produkte einnimmst, du kaufst sie und du siehst nur auf der Packungsbeilage, was du zu machen hast, aber und es war's. Du bist auf dich alleine gestellt. Hier hatte ich, was mir halt wirklich gut getan hat, hier hatte ich wirklich, wir haben Gruppen, wo wir uns mit jedem austauschen können. Wenn ich irgendwelche Fragen hatte, ach, wie nehme ich das und dies und es war anders dagestanden, ich kann in der Gruppe jederzeit fragen, ich kriege Antworten dafür. Also du bist wirklich nicht alleine, du wirst begleitet durch jede durch alles, was du machst, wirst du begleitet und kriegst auf jede Frage eine Antwort. Und das ist wirklich, das muss man wirklich schätzen. Ich hatte jetzt einen Gedanken. Also du kriegst nicht nur die Begleitung und die Betreuung, wenn die alle Fragen beantwortet, du kriegst auch einen Arschtritt, wenn du brauchst, oder Motivation, je nachdem, was du brauchst, ne? Weil wir sind in der Gruppe so zusammen geschweißt, dass wir einfach jetzt merken, also ich bin daran interessiert, dass jeder Kunde, die bei mir die Produkte gekauft hat, auch wirklich die Wirkung spürt, ein Ziel erreicht. Und deswegen ist es meine Aufgabe, den Menschen zu zeigen, schau mal, so machen wir das zusammen. Ich stehe immer zur Verfügung da, ich beantworte alle deine Fragen. Und sobald deine Motivation runtergeht, was uns Frauen sehr oft passiert, wir sind launisch, naja, wir sind jede Minute anders, kannst du jedes Mal mir sagen, ich bin auch dafür da. Und ich finde, wir sind Menschen und wir brauchen auch andere Menschen, damit wir überhaupt dranbleiben. Ich wäre nicht in diesem Geschäft, wenn ich diese tolle Energie von anderen Menschen nicht bekommen hätte. Ich hatte auch meine Probleme, ich hatte auch mit Ernährung nicht so wirklich gut gehabt. Ich habe aber für mich einmal entschieden, ich mache das professionell, weil wenn ich das professionell mache, dann werden die Menschen immer mich als ein Vorbild sehen. Also auch wenn du zu einem Treffen kommst, die mustern dich, ne? Die checken dich durch, wie du Ja. aussiehst. Ja? Die schauen, was dir da erzählt, okay, sieht alles gut aus, aber wie sieht die denn aus? Und du musst ein Produkt des Produktes sein. Und Genau, das genau. hält mich immer fit. Ich darf jetzt nicht, ich muss diszipliniert Loslassen. sein, genau. Ich muss unbedingt Menschen, also nicht muss, ich will Menschen zeigen, dass das Produkt wirkt und dass ich genau ein Vorbild dafür bin. Und zeige gerne auch meine Fotos. Ich hatte keine schweren Krankheiten. Okay, psychische Probleme hatte ich, aber das habe ich auch in den Griff bekommen. Ich glaube, das haben außer die Hälfte der Frauen solche depressiven Verstimmungen, das ist ja normal. Aber ich habe das auch in den Griff bekommen. Und das ist alles dank der Menschen, die zu mir gekommen sind, die mich immer wieder motiviert haben mit ihren Resultaten. Und dann haben gesagt, nee, ich mache das jetzt professionell. Ich werde auch mein Wissen weitergeben. Und deswegen kam die Viktoria auch zu mir. Durch sie lerne ich auch viel, weil sie neugierig ist. Sie stellt mir unendlich viele Fragen. Und jedes Mal, wenn ich die Frage beantworte, ist es für mich auch gut, dass ich entweder etwas für mich zusammenfasse und besser verstehe, oder wenn ich nicht weiß, dann muss ich ja auch dazu lernen, damit ich Viktoria es beantworten kann. Also nur dank Menschen wachsen wir und nur durch die Menschen kommt diese Freude und auch gute Gefühle. Die Produkte bleiben dann irgendwo nebenbei, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann bleibst du einfach in dieser Gesellschaft und willst nicht anders leben. So Das ist es. fühle ich mich jetzt gerade nach 10 Jahren in dieser Gesellschaft. Genau.
Also ich, wie gesagt, vor dem halben Jahr wusste ich nicht, was Choralclub ist. Und mittlerweile bin ich auf so einem Stand, wo ich sage, ohne Choralclub, nein, nicht mehr. Ich könnte mir mein Leben jetzt auch gar nicht mehr da, anders vorstellen. Auch wie gesagt, diese Gruppen, diese Mitmenschen, wir sind so zusammengewachsen, wir fühlen uns wie eine Familie. Und du weißt auch immer, wenn, egal was du fragst, du kriegst immer eine ehrliche Antwort dazu. Und wie du auch schon sagst, ist, wenn du mal gerade auf dem Tiefpunkt bist, naja, dann kriegst du einen Arschtritt und gehst weiter, ne? Wo hast du das sonst? Ja, genau. Wo kriegst du nur sonst einen Arschtritt umsonst? Genau, Ja, aber genau. eine ehrliche, ne? Einen ehrlichen, einen, der wirklich motiviert, weil ab und zu mal brauchen wir Zuneigung, ab und zu mal gute Worte, aber ab und zu mal muss man uns schon ein bisschen nach vorne bewegen, wenn wir uns selber nicht bewegen. Von daher, also Viktoria, ich danke dir also recht herzlich. Du hast echt. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn du was erzählst. Hast du noch was auf dem Herzen, was du sagen würdest? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich wollte. Okay, dann werden wir in diese Weihnachtszeit jetzt Menschen was wünschen. Was wirst du dann Menschen wünschen heute? Ja, also gerade den Leuten, sage ich mal, wo wirklich diesen Arschtritt, sage ich mal, bräuchten wirklich, ne? Und einfach, ja, dass sie einfach mehr irgendwie auf die Gesundheit von sich hören. Das geht ja immer weiter, wenn man nichts tut dafür, ne? Oder genauso, also einfach, dass die Leute, die wirklich sich körperlich und gesundheitlich nicht so gut fühlen, dass die wirklich vielleicht, ja, sage ich mal, sich dran irgendwie versuchen, was zu ändern in seinem Leben, so wie ich das gemacht habe, ne? Also ich hab gesagt, von heute auf morgen, ich will was ändern, so geht es nicht mehr weiter. Und genau, dass es einfach bei diesen Leuten auch mal vielleicht so einen Klick macht, ich muss jetzt was ändern. Ja, gut, wir wollen nicht die Welt retten, aber wir können auch helfen. Das hat jetzt die Viktoria gemeint. Und wenn jemand merkt, ich musste was verändern, ich will was verändern und es nicht klappt, dann stehen wir immer zur Verfügung. Die Viktoria findet ihr auch bei uns in Bamberg. Und ich werde auch unten unter dem Video die Telefonnummer posten, falls jemand so sich so eine Beraterin wünscht, eine junge, eine aktive, eine liebevolle Mutter und fürsorgliche auch Frau, die in ihrem Leben so viel schafft, unglaublich. Und von meiner Seite würde ich nur sagen, also Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit geht auch nichts. Also wenn wir Gesundheit verlieren, dann bleibt im Leben nichts mehr wichtig. Und ich glaube, viele Menschen wissen schon, wovon ich spreche. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit und hoffentlich auch, dass wir uns nicht nur so treffen online, sondern auch endlich mal persönlich treffen können und umarmen können und anlächeln können. Genau. Danke, Viktoria. Ich wünsche auch allen eine schöne Weihnachtszeit und genau. Ja, kommt gut rüber über das Jahr noch, Ja. das restliche Jahr. Genau, konzentriert euch auf euch und auch auf eure Lieben. Die können wir dieses Jahr treffen, Gott sei Dank. Wir wünschen alles Gute und bis zum nächsten Video mit euch war Jana Kiselet. Und die Viktoria. Und Victoria, genau. Ciao. Tschüss.